Alles klar, und damit sind wir wieder bei Minecraft Hardcore. Wir haben heute ein bisschen mehr vor, deshalb geht es heute auch nicht mit der Maya-Stadt weiter. Aber ich habe festgestellt, es gibt ein paar Dinge, die wir machen müssen. Zum einen da drüben. Ich möchte die Schaffarm haben, damit die. Genau, ich habe hier extra ein bisschen weitergemacht. Wie versprochen, farbiges Glas, hier ein bisschen das normale und das Amethystglas. Und hier kann man, das ist nicht ans Sortiersystem angeschlossen, weil ich werde nicht für jede einzelne Farbe. Nee, ist zu teuer. Und normalerweise haben wir keine Farbreste übrig. Aber die ganze Wolle. Das heißt, da oben kommt eine Schaffarm hin. Und dann habe ich mir auch überlegt, ich hätte gerne eine Nano-Kelp-Farm, die in der Lage ist, Knochenmehl in Algen zu verwandeln, die wir dann auch brennen können. Und wieder als Brennmaterial hier hinten reinpacken können. Einfach um unsere Kohlereserven ein bisschen zu schonen. Und es bedeutet auch, dass unsere River-Skelett-Farm halt zwei Arten von Brennstoff im Prinzip produziert. Weil einmal die Kohle und dort einmal die Knochen, die ich zu Seetang machen kann. Und was ich unter Umständen dann auch noch machen möchte, ist die Bienenfarm verlegen. Und zwar zur River-Skelett-Farm in den Nether. Das heißt, immer wenn ich da farme, wird halt auch ein bisschen Honig generiert. Und da es dort keinen Tag-Nacht-Zyklus gibt, läuft die einfach durch. Das Ding ist, wir müssen halt die Schaffarmen dann so, wir brauchen ja 16 Stück, und müssen die so platzieren, dass die irgendwo da, wo kein Itemfilter ist, reinmündet. Und sich die Wolle dann halt weiter im System bewegt. Das Ding ist, wir müssen unter den mittleren einen Hopper-Minecart kriegen, dass die Wolle durch den Block selber aufsammeln kann. So, du bist ein schwarzes Schaf? Einmal. Nein, du sollst nicht wieder zurück. So, schwarzes Schaf, komm mit. So. So, das wächst hoffentlich gleich nach. Ja, komm, dann geh halt wieder in den Stall. Wenn du am Ende nicht in einer von den Kapseln bist, bist du tot. So, wie viele seid ihr? 7 Stück? Sieht man ja kaum. Ach, warte, hier war doch noch ein Schaf. Okay, aber du hast Glück, weil das Schaf hat sich versteckt und das ist nicht erlaubt. Ja. Ah. So, und jetzt müssen wir sie gleich nur noch umfärben. So, du hast den Test bestanden. Hier ist Weizen. So, aber an sich müssten jetzt alle bestückt sein. Also hier geht auf jeden Fall was durch. Na gut, ich glaube, ich habe die. Ja, ich habe die hier nicht voll bestückt. Das heißt, das muss erstmal durchlaufen. Aber es funktioniert. So, wir gehen auch gerade mal zur Raid Farm.
Dann können wir nicht mal die ganzen Flaschen, die durch die ganzen Hexen da so entstanden sind, mal nutzen. So, wenn wir. Weißt du, wenn ich hier stehe und die Dinger farmen will, spawnen sie nicht. Oder zumindest nicht in einem angemessenen Tempo. Und jetzt. Ja, schönen Dank auch. So, da muss ich mich gerade kurz drum kümmern. Mein Nachbar hat mich informiert, dass, ihr seid mal ruhig, dass von unserem Briefkästen wegen des Schnees die Namensschilder abgegangen sind. Und ich glaube, das ist Zeit für ein bisschen Storytime. Wir waren ja von der Flut betroffen. Danach haben wir neue Briefkästen bekommen. So stand Briefkästen direkt vor dem Haus. Da war jetzt Wasser drin. Ich habe gerade getrunken, als ich wiederkam. Da war jetzt einmal Wasser drin. Das ist schon mal nicht gut für den Briefkasten. Und als wir sie bekommen haben, die Dinger waren messerscharf, die Klappen. Du musst es echt, wenn du die Post holen wolltest, aufpassen, dass du alle deine Finger behältst. Und das Beste ist, die alten Briefkästen sind auch noch dran. Das Ding ist, wenn man bei uns reinkommt, der rechte Teil von der Tür, da sind die Briefkästen. Und die ragen ins Haus rein. Ich hatte eigentlich gehofft, dass die wegkommen, damit man die Kellertür ein bisschen einfacher aufkriegt. So, ich kann mir irgendwie auch nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das legal ist inzwischen. Das muss doch irgendwann wegen Brandschutz. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass das für das Gebäude nicht gilt, weil es zu alt ist, aber. Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen, dass das heutzutage noch legal ist. So wie die Briefkästen da die Kellertür blockieren. So, das funktioniert. Das bauen wir gleich nochmal. So, wir behalten das hier dann noch als Bienenzuchtort. Wir müssen eh noch einen extra Ort bauen, einfach um die Bienen halt wirklich züchten und gezielt in Nester packen zu können. Aber die Nester, die ich jetzt habe, sollten genügen. Wir brauchen mehr Blumen. Also es funktioniert. Jetzt müssen wir es nur noch für die anderen wiederholen. So, und da uns mindestens zwei fehlen, lassen wir die in der Mitte mal, wie sie sind. Anyway, ich würde sagen, ich werde hier das noch ein bisschen weiter austüfteln und mich um die Bienen kümmern. Das dauert jetzt, glaube ich, sonst definitiv zu lange. Ansonsten danke ich fürs Zuschauen und wir sehen uns dann hoffentlich nächsten Samstag wieder. Entweder in der Maya-Stadt oder vielleicht werden wir bis dahin noch irgendwas anderes sein. Bis dahin. Ich habe mir ein bisschen was überlegt, weil ich hatte ein Foto von dem hier gepostet und weil ich nicht wusste, was wir mit diesem ganzen großen Raum hier machen sollen, den wir freigegraben haben. Und dann ist mir was in den Sinn gekommen. Und zwar, was wir nämlich noch nicht haben, ist eine Melonen- und Kürbisfarm. Und dann habe ich mal ein Design nachgeguckt. Das heißt, das machen wir.
Das sollte relativ schnell gehen. Das können wir dann. Kann ich dann später ans Sortiersystem anbinden. Was ich noch gemacht habe, was ich jetzt verstärkt tun möchte. Ich habe einen Komposter mehr hier hingesetzt. Dass die ganzen Pflanzenabfallprodukte. Also gerade was hier durch den Breadmaker entsteht und so wieder ein bisschen zu Knochenmehl gemacht werden kann. Das möchte ich vielleicht generell. Das Ding ist hier, kann ich das Sortiersystem nicht weiterführen, weil da oben ist der Superschmelzer. Wir haben nicht fünf Blöcke nach oben frei. Vielleicht macht man hier einen Komposter und ein paar andere Sachen. Und dann können wir gleich. Ich habe mir tatsächlich mal die Grundrisse notiert für die ganzen Gebäude. Das heißt, wir könnten im Prinzip einen Großteil der Stadt unter Umständen heute sogar schon planen und auch die Bäume schon mal fällen. Was auf jeden Fall nötig ist, weil ich brauche Kisten, wie blöd. Also das hier ist so teuer mit Kisten und mit Eisen. Aber ich habe auch zumindest wieder ein bisschen gefarmt und die Eisenfarm ist wieder ein bisschen gelaufen. Die Eisenfarm hat jetzt auch ein Sortiersystem. Das sehen wir vielleicht beim nächsten Mal. Also das hat jetzt einmal Kisten für Eisen und eine Kiste für Rosen. Und wenn die Rosenkiste voll ist, dann gehen die Rosen sogar in einen Komposter. Aber das wird. Ich weiß nicht, ob das noch zu Lebzeiten passiert. Weil jetzt Rosen ja eher ein. Oder Poppies sind ja eher ein Abfallprodukt der Eisenfarm. Und was ich noch gemacht hatte, ich glaube, das habe ich nicht mehr im Stream letztes Mal gemacht, war die Bienenfarm, also die Honigblock, das Honigblock-Modul, so ergänzen, dass halt, sobald eine Honigflasche rausgenommen wird, auch eine leere Flasche wieder eingefüllt wird ins System. So, anyway, wir haben ein bisschen was zu tun. Und die Wollfarm kann ich euch auch nochmal zeigen, die trägt auch Früchte. Also, ich glaube, wir haben jetzt bestimmt zwei, drei Stacks von allen Wollsorten inzwischen gesammelt. Was ich auch noch gemacht habe, weil mir das zu blöd wurde, ich habe das Minecart mit einem Chest-Minecart ausgetauscht, dass sich das gleichmäßig verteilt, weil das Ding ist, das Hopper-Minecart zieht nur 12 Items und dann ist es schon wieder weg. Ich habe hier aber 15 Öfen. Das heißt, entweder müsste es 15 oder mehr als 30 Items ziehen, damit es sich gleichmäßig verteilt. Hier bei dem Treibstoff ist das relativ egal, weil Kelp, wenn ich da 5 Stacks auf einmal rein donner, ist das auch okay. Aber hier, das ist mir ein bisschen zu blöd. Ich habe versucht, ein paar andere Lösungen zu finden, aber nichts war so wirklich gut. So, die sind jetzt alle reif. So, jetzt habe ich natürlich hier einen ganz schönen Klotz, aber was tut man nicht alles für letztendlich unbegrenzte Melonen und Kürbisse? Ich meine, das ist ja jetzt relativ klein, aber wir brauchen das Zeug ja auch nicht so häufig. Falls wir das Zeug mal wirklich häufiger brauchen, hätten wir auch einen Grund, eine wirklich absurde Farm zu bauen. Und ich denke mal, dass Terrakotta das letzte sein wird, wo wirklich eine komplette Einbuchtung hier verbraucht wird. Und die nächste Einbuchtung hier wird dann wahrscheinlich schon ein bisschen freier, vielleicht ein bisschen thematisch, vielleicht ein bisschen Nether, dann Steinarten und dann Holz oder so und Erde. Ein paar Sachen können ja auch, ich kann ja jederzeit auch die Reihenfolge von den Sachen ändern. Also hier oben werden dann vielleicht auch wieder ein paar Slots frei, wenn ich sage, hier Endstone und Cobblestone wandern ein bisschen. So, das hier läuft natürlich auch nur, wenn ich hier bin. Das ist auch das Ding. Ich würde es aber nicht in den Spawn-Chunks platzieren wollen, weil wenn ich zig Farmen in die Spawn-Chunks packe und vor allem wenn die Redstone-Mechanismen haben oder ganz viele Entities haben, dann sind die natürlich dauerhaft geladen. Und das heißt, wenn es da leckt, leckt es überall. Genau, was ich noch kurz zeigen wollte, war die Wolle. Also wir haben jetzt. Jetzt haben wir schon über 4 Stacks. Also wir werden keinen Mangel an Wolle für Banner haben. Nicht in naher Zukunft, würde ich behaupten. So, ich habe hier meine Liste. Ich würde sagen, erstmal planen wir die Nahrungsindustrie zu Ende. Das heißt, wir brauchen nochmal ein Wasserwerk, wir brauchen Türme, wir brauchen ein paar Häuser, Getreidefarm, den ganzen Rotz. Stimmt, die Türme hatten wir ja auch schon gebaut. Aber es nimmt auch langsam Gestalt hier an. Jetzt, wo mal ein paar Gebäude stehen. Ich meine, gut, mit dem
Weg, das müssen wir noch ein bisschen weiterführen. Auch so ein Fun Fact, weil ich wollte eigentlich erst eine Bambusfarm bauen in der an der Stelle, wo jetzt die Kürbis- und Melonenfarm ist. Und die haben mich festgestellt, man kann Bambus nicht in einem Komposter verarbeiten, obwohl es dafür prädestiniert wäre, weil es einfach so obszön schnell wächst. Aber leider nein. Machen wir es einmal hier. Was? 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 Was war das bitte? Das sah aus nach einem Fall für Galileo Mystery. So, ich weiß nicht, ob. Ich glaube, wir haben nicht die komplette Insel hier verplant, aber das ist okay. Dann können wir unter Umständen noch Nahrung ein bisschen ausbauen später. Jetzt habe ich jetzt noch irgendwas Wichtiges vergessen. Ich meine, zwei Wasserwerke habe ich ja schon drin. Es sieht gar nicht nach so viel aus. Wir haben aber auch keine Unwurde. Ja, hier hinten ist es nicht so viel, aber hier müssen wir mal gucken, ob wir da noch auf jeden Fall irgendwie was unterbringen. Vielleicht noch ein paar Farmen mehr und noch eine Mühle und eine Bäckerei, keine Ahnung. Vielleicht auch irgendwo mein großes Haus, keine Ahnung. Ich habe halt nur das Problem, wenn ich die halt wirklich mit Betten fülle, ist halt dementsprechend auch die Kapazität für Villager sehr hoch. Ich habe ein bisschen Befürchtung, dass das die Performance halt später komplett rippt. So, vielleicht reicht es schon, wenn man nur einen Streifen zieht. Wir können den später ja dann immer noch verbreitern, wie wir möchten. So. Die Straße ziehen wir dann bei Gelegenheit richtig. Aber ich würde halt erstmal nur den Anfang praktisch markieren. Weil wir den halt noch relativ leicht anpassen können. Also ich finde, mit den Wegen sieht es doch schon wesentlich geplanter und übersichtlicher aus. Ja, wenn man hier noch einer darüber kommt. Dann haben wir auch hier wieder einen Bereich, den man irgendwie nutzen kann. Es wird alles noch mit ein bisschen mehr miteinander verwoben. Vor allem, das ist bis jetzt nur eine Linie, also 1 Meter breit. Die Wege waren wahrscheinlich so, je nachdem wo, so 2 bis 3 Meter. Also das wird schon, glaube ich, recht markant. Aber hier mache ich auch für heute Schluss und ich muss echt überlegen, ob ich nicht nach der Nahrungsindustrie vielleicht eine kleine Pause von dem Projekt hier brauche. Vielleicht nochmal. Vielleicht machen wir dann erst das Innere vom Neta-Monument oder sowas. Keine Ahnung. Aber ich kann das hier, keine Ahnung, ich muss gerade irgendwie. Ich denke, ich werde, wie gesagt, das hier auf jeden Fall zu Ende machen, hier den Teil, diese ganze Insel. Boah, ich dachte schon. Mit der Nahrungsproduktion und der Mana-Produktion. Und dann muss ich mir echt Gedanken machen, ob ich nicht vielleicht mal einen Szenenwechsel brauche. Wir sind wirklich eigentlich ja schon direkt seit Tag 1000 hier am Vorbereiten, bis auf, glaube ich, ein kleines Intermezzo im End. Und jetzt sind wir schon bei Tag 1429. Also auch schon eine ganze Weile. Und damit willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Nach einer Woche Pause, wo wir Dark Souls gespielt haben. Ich muss gucken, wie ich das zeitlich mache. Ich habe in der Zwischenzeit wieder ein bisschen weitergemacht hier mit dem Sortiersystem und habe hier die Bucht vorbereitet, damit wir hier relativ schnell einen Superkomposter reinziehen können. Ich muss nur gerade gucken. Genau, das war so ein Krampf, weil Comparator ja ein Signal mit einer bestimmten Stärke emittieren. Aber das mit der gleichen Stärke weiterzuführen, ist halt extrem schwierig. Vor allem, weil ein Comparator es zwar kann, aber du kannst da nicht die Richtung ändern. Also der, wenn hier der
ein Level gefüllt ist, macht er ein Signal mit der Stärke 1. Wenn ich es dann aber durch einen Repeater jage, ist es halt direkt wieder auf Stärke 15. Also bis dahin käme es nicht. Ich muss also zum Beispiel jetzt... Genau, hier muss ich das in den Block reinführen. Ja, sieht gut aus. Ich meine, an sich braucht kein Mensch einen super Komposter von der Produktivität her. Aber ich finde, das wirkt dann halt einfach sehr befriedigend, wenn die ganze Zeit die Lampen an- und ausgehen. Also man kriegt, wenn der Komposter läuft, auch ein entsprechendes visuelles Feedback. Nein, keine Enchanted Golden Apple. Genau, ich habe noch einen zweiten Enchanted Golden Apple gefunden, weil ich habe eine Höhle gehabt, als ich das Sortiersystem ausgebaut habe. Der bin ich gefolgt zu einem Zombie-Dungeon. Und in einer von den Kisten war halt zufällig so einer drin. Das heißt, wir haben wieder zwei. Obwohl doch könnte. Zumindest hier für die Etage. So. So, der Baum stört. Kann man nicht anders sagen. Ja. Er sieht halt ein bisschen komisch aus, da man es jetzt halt mal aus einem Winkel sieht, den man halt aus Siedler nicht gewohnt ist. Aber halt zum Beispiel dieser obere Teil ist halt zum Beispiel einfach nicht mittig. Das ist einfach so, da kann ich nichts dran ändern. Ich weiß nicht, ob es vielleicht besser aussehe, wenn man es so macht. Ich finde, so wiederum geht das. Voraussetzt, ich komme hier mal durch. Und habe nicht einen halben Bambuswald in der Fresse. Komm, wir schauen mal, wie das sich vom anderen Ufer aus macht. Ich bin mir halt eigentlich sicher, dass die Zäune, also die Mauern, dass die einmal drumrum gingen. Ich weiß auch noch nicht, in welche Weise ich die Türme immer ausrichten werde, weil zum Beispiel da drüben beim Hafen macht es eigentlich mehr Sinn, das so mittig zu haben. Ich weiß noch nicht, ob das funktioniert. Ich meine, man könnte es probieren. So, Turm fertig. Ja, jedes Gebäude, was hier dazukommt, macht die Sache doch ein bisschen übersichtlicher. Aber ich glaube, heute belasse ich es bei einem ziemlich kurzen Stream und ich würde sagen, ich mache es so. Gebäude, die relativ oft gebaut werden, also wahrscheinlich kleine Häuser, Türme, und solche Geschichten, die einfach über das ganze Land verteilt sind, baue ich halt einmal oder so im Stream und ansonsten zwischen den Streams, weil sonst sind wir nur mit den Dingern beschäftigt. Und dann konzentriere ich mich in den Streams um die Sachen, die wir halt nicht so oft bauen. Also zum Beispiel dann
Die schmelzen, die schmieden, die ganze Nahrungsindustrie, das sind ja, ich meine, gut, wir haben auch 4 Getreidefarmen geplant, vielleicht sogar ein paar mehr. Vielleicht mache ich dann die überzähligen dann noch so. Aber sonst bin ich die ganze Zeit nur das Gleiche hier am Machen und das wäre, glaube ich, nicht so cool. Ich danke jedenfalls fürs Zuschauen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis dahin. Und damit sind wir wieder zurück bei Minecraft Hardcore. Nach einem, etwas sogar etwas mehr als einem Monat, in dem ich leider nicht so viel bei der Maya-Stadt gemacht habe, wie ich gerne gemacht hätte. Also ich glaube, ich habe 2 oder 3 große Türme gebaut und das war's. Wir machen dort aber heute nicht weiter, denn es gibt etwas, was ich schon länger. Also ich habe es eigentlich aufgeschoben, weil ich gesagt habe, ich brauche das nicht. Das Ding ist, die Farmen von INXO4, da habe ich ja schon die Bienenfarm gebaut und die Raid-Farm ist auch von ihm. Und jedes Mal, wenn ich eine neue Farm von ihm sehe, denke ich mir so, ich brauche das nicht. Ich brauche das nicht. So SpongeBob-mäßig. Und er hat vor, ja, einem Dreivierteljahr eine relativ einfache Schulker-Farm entwickelt. Und ich habe langsam wirklich keinen Bock mehr auf das Inventarmanagement mit, wenn ich die ganze Zeit auf die Schulker gucken muss, obwohl wir eigentlich genug Schulker haben. Also wir könnten locker noch über 30 davon machen, aber ich bin halt sehr sparsam mit den Dingern. Und das möchte ich ändern. Abgesehen davon, dass ihr mit mehr Schulkerboxen halt auch dieses ganze Lagersystem richtig übertrieben ausgestalten können. Weil wir im Prinzip dann 27 mal so viel Speicherkapazität haben. Wenn eine von den Kisten hier voll geht, machst du einfach einen Teil in eine Schulkerbox und gut ist. Ich habe auch hier ein bisschen noch geändert. Also ich habe zum Beispiel jetzt die Potions. Die Tränke habe ich hier rausgenommen. Und dafür haben wir jetzt eine. Nein, die war nicht hier drin. Das hier. Mit Brauständen, Blaze Powder. Ein paar Potions, die wir halt so brauchen. Auch hier Weakness, falls wir mal einen Zombie-Villager heilen wollen. Und halt ein paar Zutaten. Das heißt, da können wir theoretisch, wo auch immer wir wollen, was bauen. Aber bevor wir die Schulkerfarm bauen können, hier brennt übrigens noch ein bisschen Glas. Aber anscheinend ist das hier schon durch, oder? Ich glaube, der. Ja. Das ist schon so gut wie durch. Sehr gut. Aber bevor wir die Schulkerfarm bauen, das Ding ist, am besten bauen die natürlich in die Spawn-Chunks. Und das heißt, es wird Zeit, dass wir die Spawn-Chunks mal markieren. Ich habe tatsächlich extra, weil ich habe ein paar Methoden versucht. Unter anderem halt mein Bett abgebaut und bin durch das Endportal zurückgekommen. Man kommt ja nie so richtig auf den genauen Weltspawn, sondern irgendeinen Block in der Nähe. Und auch der Kompass ist nicht so präzise, wie ich ihn haben wollte. Und dann habe ich mit Chunkboarder das versucht, was zu finden. Also hier damit, weil es irgendwie hieß, es wäre irgendwie immer die nordwestliche Ecke von dem Chunk standardmäßig. Das half auch nicht. Ich habe dann tatsächlich mit einem Editor in der Level-Datei geguckt, was der offizielle Spawnpunkt ist, weil den Chunk brauchen wir halt als Grundlage. Und dann können wir das halt markieren. Und zwar einmal mit einem grünen Ring für die Chunks, wo alle Spielaspekte aktiv sind. Und einem gelben Ring für die, wo ein paar aktiv sind. Und dann hat, ich glaube, ich ein blauer. Ich glaube, danach kommt blau. Ich habe deshalb auch Farbe. Also ich habe hier in den Schulkerboxen theoretisch alles, was wir brauchen für die Schulkerfarm. Also das hier ist für den Nether-Aspekt, glaube ich. Das hier ist für die Oberwelt, die beiden Boxen. Aber wir müssen halt wahrscheinlich nochmal Glas holen. Deswegen hatte ich auch schon mal welches in die Kisten gepackt. Hatte ich, ich glaube, ich hatte hier auch, genau, hier hatte ich auch Farbe reingepackt. Apropos Farbe. Ich habe auch extra ein bisschen grüne Farbe gemacht dafür. Ich hoffe, dass das genügt. Sollen wir hellgrün oder dunkelgrün nehmen? Ich meine, es ist ja wirklich nur eine Markierung, also. Eigentlich ist es egal, aber hellgrün wäre ein bisschen ergiebiger, weil wir da noch Knochenmehl reinmischen können. So, ich glaube, die Boote brauche ich gar nicht. Weil die Boote eigentlich. Es gibt 2 Arten, wie man dann den Grinder machen kann für die Schulker. Und da ich Wyverrosen habe, verwende ich einfach das alternative Design. Aber die ursprüngliche Liste ist halt für das normale Design.
Ach ja, was ich auch noch gemacht habe. Ich hab hier. Ach so, du bist gerade angepisst, weil ich kein Bonzenzeug trage. Aber was ich hier mal gemacht habe, weil ich brauchte Wein des Obsidian. Einfach nur aus ästhetischen Gründen, weil ich bin nicht so ein Fan davon, bei Netherportalen die Ecken irgendwie aus Stein zu machen oder wegzulassen. Es sieht so komisch aus. Und dann brauchte ich halt einen Pickel, mit dem ich handeln kann. Ich hätte ihn einfach dann eingesperrt und das Gold dann einfach in den Dropper getan, damit es ein bisschen angenehmer ist. Irgendwann bauen wir bestimmt auch noch eine Piglin Bartering Farm. Ich meine, wir haben ja auch die Goldfarm oben. Aber im Moment wüsste ich nicht so viel, was da sinnvoll wäre. Ich meine, man kriegt Netherziegel theoretisch raus. Wein des Obsidian. Netherquarz, das ist auch sehr geil. Also wenn wir damit mal wirklich viel bauen wollen, kommen wir nicht drum rum. Also das hier ist der Ort, wo wir damals vor über einem Jahr offiziell, beziehungsweise es sind sogar jetzt schon fast 2 Jahre. Ich glaube, im Juli ist es soweit. Juni oder Juli? Genau, letztes Jahr, ja, war nicht zum ersten Geburtstag, ja. Am Tag darauf war die Flutkatastrophe hier in der Gegend. Ich erinnere mich. Was? Genau, das hier müsste ungefähr der Block sein, wo wir gespawnt sind. Plus minus ein paar Gequetschte. Und dieser Endstone-Block, das ist offiziell unser Spawnpunkt. Das heißt, hier erscheint dann wahrscheinlich auch der Schulker, wenn wir ihn dann durch das Endportal schicken. So, das heißt, dieser Chunk hier ist. Nee, der Chunk hier ist das Zentrum. Und dann müssen wir 9 Chunks in jede Richtung. 8. Und 9. Dann von mir aus wieder 9 Chunks in jede Richtung. Aber ich mach's erst. Pass auf, ich mach's erstmal vom Mittelpunkt aus, weil dann wissen wir auch, wenn wir dann richtig aufschließen, dass wir es richtig gemacht haben. Und deshalb war mir auch so wichtig, dass das einigermaßen präzise ist, weil ich fände es uncool, wenn wir dann einen ganzen Chunk verschoben sind und wir dann irgendwas am Rand bauen und wir dann feststellen, warte, das ist gar nicht in den Spawn-Chunks. Auch so ein Fun-Fact, den ich tatsächlich gestern noch getestet habe. Ich habe tatsächlich die ganze Zeit gedacht, deswegen. Ich hatte ein bisschen Angst, weil wir müssen für die Schulker-Farm auch an einer Stelle 24 Schneegolems halt einfach irgendwo reinsetzen. Und ich hatte erst ein bisschen Angst, dass ich da eine Entity-Cramming-Todeszone erschaffe, weil ich im Kopf hatte, dass Entity-Cramming Void-Schaden macht, also Rüstung ignoriert. Aber es macht die gleichen Schaden, wie wenn man erstickt. Und das wird von Rüstung beeinflusst. Und deshalb ist das eigentlich total ungefährlich. Also ich habe es gestern extra noch getestet. Mit Rüstung und vor allem mit einer Beacon in der Nähe musst du dich eigentlich schon anstrengen, um da zu sterben. Ja, das ist das andere Ding. Viele spielen inzwischen ja auch Hardcore, ohne zu schlafen. Und ich würde es sogar fast machen. Aber die Phantome alleine, so da es halt keinen Weg gibt, die loszuwerden. So, selbst wenn es ein Beacon-Effekt wäre, dass in dem Bereich keine Phantome spawnen, würde mir das halt voll reichen. Aber so wäre mir das viel zu blöd. Ich schlafe eigentlich inzwischen sehr ungerne. Vor allem zwischen den Streams, weil ich halt nicht halt den Tagzähler so nach oben schießen lassen will. Aber manchmal bleibt einem halt nichts anderes. Okay. Boah, da sieht man einfach mal, wie viel Brackwasser wir wegen dem Sumpfgebiet hier haben. Ekelhaft. Die Frage ist, wo genau setzen wir die Schulkerfarm hin? Das Ding ist, wir müssen halt gucken mit den Netherportalen in der Gegend. So, genau, 5 Portale und
Okay, dann kommt nämlich hier die Duplikationskammer hin. Haben wir hier. Wenn da der Schulker sitzt, irgendwo, dann haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das heißt, der kann auch teleportieren. Das heißt, hier muss auch ein Portal hin. Also mit anderen Worten, wenn das hier fertig ist, haben wir einen Schulker in der Mitte und alle Flächen, wohin sich dann, wenn er sich dupliziert, die Duplikate hin teleportieren könnten, wären auf diesen Glasflächen und sobald sich die Schulker dann öffnen, werden sie durch die Portale gezogen. So, und rein damit. Jetzt kommt der schwierige Teil. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht. Das ist korrekt. Eins, zwei, drei, vier. So, jetzt muss ich nachsehen. Okay, ein Knopf kommt hier hin, damit dahin nichts teleportiert. So, ich möchte den Schalter, ob ich da haben für die Farm. Das heißt, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. So. Einmal da eine Fackel hin. So, 24 Schneegolems, die bestimmt viel Spaß da haben werden. Okay, eine Falltür. Ja, dann haut es nämlich auch genau hin. Da kommt ein Banner hin. Okay, doch passt. Genau, hier drüber muss der Knopf hin und dann kann nämlich. Genau, dann kann ich das Water loggen. Und dann brauche ich jetzt einmal meine Koordinaten. Das sind minus. Das ist natürlich jetzt total hilfreich, das minus 213, 80, 197. Minus 26. 80 und 24.
Da muss unser Portal dann hin. So, einmal hier. Das machen wir an. Nein. Eine Activator Rail. Die nehme ich auch noch nie richtig gearbeitet. So, wenn ich das jetzt richtig interpretiere, muss es so sein. Weil hier kommen dann bis zu vier Backup-Shulker hin, weil irgendwann wird die Shulker-Farm kaputt gehen, weil der Shulker darin einfach stirbt, bevor er sich wegteleportieren kann. Deshalb haben wir dann halt, das ist ein bisschen wie die Captain Bank, die wir bei der Raid-Farm haben. Falls wir die Shulker-Farm dann neu starten wollen, weil selbst wenn es schlecht läuft, haben wir wahrscheinlich schon irgendwie so 10.000 Shulker-Shells daraus geholt. Das könnte wesentlich mehr sein, als wir je brauchen werden. Aber wenn wir wollen, können wir dann halt die Farm jederzeit neu starten. Funktioniert. So, das heißt, wenn sich dann ein Shulker hierhin teleportiert und öffnet nach oben, also ich glaube, genau, wenn sich beziehungsweise irgendeiner von denen nach oben öffnet, genau, man sieht, die Pistons schieben den dann hier rein. Ist, glaube ich, auch egal, wenn sich einer nun nach hier hin öffnet. Das macht, glaube ich, keinen Unterschied. Und dann werden sie halt in die River Rosen reingeschoben. Das heißt, der Grinder ist gleich auch so weit. So, am besten finden wir natürlich eine Stadt, die sich direkt an einem Rückkehrportal befindet. Das würde den Shulker-Transport schon ungemein erleichtern. Da ist ein Rückkehrportal. Na komm. Bitte sei in der Nähe. Da! Hallo! Hallo! Den Elytra nehmen wir natürlich auch direkt mit. So, der Rest ist mir eigentlich relativ egal, der da drin ist. Der Eingang ist hier. Echt jetzt? Ja, toll. Da sind natürlich jetzt die Dinger generiert. Das heißt, wir müssen uns einen anderen nehmen. Wo ist denn mal einer? Hier ist einer, der relativ isoliert ist. So, jetzt muss ich gucken, in welche Richtung der jetzt zeigt. East-West. Okay, weil in der Richtung müssen wir das jetzt. Wir landen jetzt auf der Startplattform und in der Richtung müssen wir die Schiene auch weiterführen, damit sie nahtlos übergeht. East-West, genau. So. Ich bin mehr als gespannt, ob das funktioniert. Ja. Jetzt hängt er nur da an dem Ding fest. Aber es klappt. Wunderbar. Hui. So, bitte hat funktioniert. Es hat funktioniert, ja. Juhu.
Wer hätte gedacht, dass Furnace Minecarts mal irgendwann was bringen? Das hat auch funktioniert. Ich lasse das einfach hier, ganz ehrlich, falls wir irgendwann nochmal eine Schulka entführen müssen. Okay, wir wollen die beiden, die auf Augenhöhe sind. Also den und den. So, wenn hier der drauf fällt, dann geht er hier drauf und wir können das dann einfach reinschieben. Und dann müssen wir die Farm eigentlich nur noch aktivieren, was wir von der anderen Seite aus tun können. Also ich hoffe, dass die... Okay, du passt da nicht durch. Aber... Okay. Okay. Interessant. Da müssen wir eigentlich nicht mehr tun, als noch die... als das Scaffolding da wegzumachen. Die Portale aktivieren und den Schalter umlegen. Okay, es klingt so, als würde es funktionieren. Da war gerade einer. Da war noch einer. Das funktioniert. Okay, das ist nicht gut. Aber ich sehe schon mindestens mal drei Schulker, die da oben drin hängen. Vier. Ja, das Ding ist gefüllt. Und die Farm läuft. Also das würde auch dafür sprechen, dass ich sie korrekt gebaut habe, auch am korrekten Ort. Jetzt muss ich nur noch irgendwie vielleicht einen Weg finden, dass ich hier stehen kann, ohne beschossen zu werden. Ich mir ziemlich sicher bin, dass das nicht die Idee war. Ja, direkt schon einfach 10 Shulker-Shells da rein. 11. Okay, hier drunter können wir stehen. Das muss ich auf jeden Fall noch ein bisschen verbessern, dass wir hier in Ruhe hin können. Das sieht nicht gut aus. Doch, es sind tatsächlich wieder welche entstanden. Also es funktioniert. Die Farm läuft weiter. Von daher, ich bin happy. Wie gesagt, das hier müssen wir noch vielleicht noch ein bisschen, dass wir irgendwie eine Observationsplattform irgendwie haben, die aber halt auch entsprechend geschützt sein muss, dass die Schulker sich hier nicht hin teleportieren. Aber wenn hier automatisch eine Pause ist, wenn ich hier länger hier bin, kann ich das halt auch relativ gechillt machen. Ich bin gerade begeistert. Also, wir werden uns wahrscheinlich nie wieder Sorgen darüber machen müssen, Schulkerboxen zu verlieren, beziehungsweise den Inhalt ist halt immer schade, aber die Schulkerbox selbst ist halt jetzt fast wertlos. Weil wir haben Reserven. Ich meine, das allein, was wir jetzt hier produziert haben, ist das, was wir in einem mäßig erfolgreichen Endbusting-Trip bekommen hätten. Und das läuft jetzt halt die ganze Zeit passiv. Ich bin mal gespannt, wann der erste Schulker ersetzt werden muss und wie viele Schulker-Shells wir dann haben und ob wir den dann überhaupt noch ersetzen wollen oder ob wir dann nicht vielleicht schon sagen, das ist mehr, als wir je verwenden werden. Und das System hier läuft wahrscheinlich dann erstmal voll. Ich bin gespannt. Ich werde auf jeden Fall erstmal ein bisschen aufräumen. Ich danke fürs dabei sein und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder.
Bis dahin.